Protest vor dem Tiergarten Nürnberg. Letzte Woche wurde bekannt gegeben, dass einzelne Guinea-Paviane getötet werden sollen. 45 Tiere dieser Art leben aktuell hier. Zu viele. Wir haben versucht, die Gruppe zu verkleinern. Das haben wir einmal versucht über Abgaben an andere Zoos. Allerdings gab es keine Nachfragen. Dann haben wir versucht, über Verhütung das Wachstum zu drosseln, was auch leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat. Und jetzt haben wir einfach eine Gruppengröße erreicht, wo wir eingreifen müssen. Und deswegen werden wir jetzt Tiere töten müssen. Auch Auswilderung ist laut Beckmann keine Option. Die geplanten Tötungen stoßen auf viel Protest, unter anderem bei der Ortsgruppe Nürnberg von Animal Rights Watch e.V. Die Tötung einzelner Tiere ist keine Lösung, sondern eine grausame und verantwortungslose Maßnahme. Sie zeigt das Ex- und Hop-Prinzip, nach dem der Tiergarten Nürnberg arbeitet. Was Probleme macht, muss beseitigt werden. Der Tiergarten sieht das anders und sieht sich in der Verantwortung nicht nur für die einzelnen Tiere, sondern vor allem für den Arterhalt. Das klingt natürlich erstmal widersprüchlich. Allerdings ist es so, dass wir in den Zoos ja auch gesetzlich verpflichtet sind, fortpflanzungsfähige und überlebensfähige Populationen zu erhalten. Das klappt natürlich nur, wenn wir auch einen gewissen Anteil an Jungtieren haben, die im fortpflanzungsfähigen Alter sind. Und deswegen müssen wir unter Umständen auch mal Tiere töten. Die Diskussion um die Paviane hat in den vergangenen Tagen Fahrt aufgenommen. Die Reaktionen oft emotional. Sehr gemischt, aber genauso wie erwartet, vor allem in den sozialen Medien erstmal eher das Motto Shitstorm, wo die Leute emotional sich geäußert haben. Was jetzt aber immer mehr durchkommt, die sachliche Diskussion, ist auch das, was wir anstreben. Die Debatte wird Nürnberg wohl noch weiter beschäftigen. Und auch die Tierschützerinnen und Tierschützer stellen Forderungen. Wir fordern den Tiergarten Nürnberg auf, die geplante Tötung einzelner Paviane zu überdenken und stattdessen humane und ethische Alternativen zu suchen, um die Situation der Tiere zu verbessern. Alternativen, die der Tiergarten bereits ausgeschlossen hat. Verständnis für solche Reaktionen haben die Verantwortlichen trotzdem. Das ist auch ein Thema, was uns sehr bewegt. Auch die Entscheidung machen wir uns nicht leicht. Wir arbeiten seit Jahren an dieser Pavian-Gruppe. Das sind individuelle Abwägungen und das macht auch bei uns niemanden Spaß. Als nächstes wird das Thema am 21. Februar in den Umweltausschuss des Nürnberger Stadtrats getragen. Die Entscheidung über die Tötung der Paviane trifft aber der Tiergarten alleine.